Wer geht also an die Tafel? Was für eine Begeisterung! Nun kommt schon, geht an die Tafel. Ja, also, warum kommt ihr zu spät? Frau Lehrerin, sie hat meinen Wecker neu gestellt und ich habe verschlafen. Von welchem Wecker redest du? Dein Hahn ist doch letztes Jahr verstorben. Er konnte die Unordnung in deinem Zimmer nicht ertragen und hat sich selbst gebraten. Und was macht deine Katze die ganze Zeit? Da kann ich auch wenigstens anfangen. Wenigstens frisst meine Katze keine Hausaufgaben auf, wie es deine Ratte tut. Sie hat's gefressen, weil du mich nicht abschreiben lassen hast. Und ich bin lange aufgeblieben, also habe ich verschlafen, okay? Freunde, lasst uns unsere Likes bekommen und Kate Harpnix wird reich werden. 1, 2, 3. Cool, verpasst es nicht. Du hast eine Dose Saft in mein Bett geschüttet. Ich habe auf dem Boden geschlafen. Ich wollte dir nur was Gutes tun und dich gut behandeln. Warum hast du auch zwei linke Hände? Mich gut behandeln? Du hast sie nach mir geworfen. Richtig, weil du die riesige Kuscheltierspinne auf mich geworfen hast. Sie wollte dich nur umarmen. Hört jetzt auf zu schreien. Was ist los? Hört jetzt auf zu schreien. Wer wird an die Tafel gehen? Wer wird an die Tafel gehen? Awesome Ross, er hat die ganze Nacht gelernt. Also gut. Pretty Kate? Pretty Kate. Nun, Pretty Kate, sag mir den Satz des Pythagoras. Pythagoras Hose, in alle Richtungen gleich. Pythagoras Hose. Pythagoras Hose. In alle Richtungen gleich? Hübsche Kate, du denkst immer nur an Kleidung. Setz, setz dich hin. Mein Buch. War's. Es reicht. Awesome Ross, bleib sitzen. Na klar, mit Vergnügen. Ihr seid doch Bruder und Schwester. Wie benehmt ihr euch? Ihr müsst Freunde sein und zueinander halten. Vergessen Sie's. Ich werde euch helfen, Freunde zu finden, okay? Awesome oder pretty? Ich weiß nicht, wie ich euch nennen soll. Eure neue Schuluniform sieht toll aus. Ich sehe, ihr seid glücklich. Naja, auch toll. Frau Lehrerin, wir haben es verstanden, okay? Es ist genug. Damit ihr alles richtig versteht, müsst ihr den ganzen Tag so gehen. Und wer zuerst aus dem Freundeskreis ausscheidet, bekommt eine 6 für ein halbes Jahr. Was hat denn das Halbjahr damit zu tun? Das ist nicht fair. Wer ist der Lehrer? Ich bin der Lehrer. Kann ein Lehrer nicht ehrlich sein? Bin ich nicht ehrlich? Du bist doch sehr ehrlich. Ehrlich. Sehr ehrlich. Okay, macht euch fertig für den Unterricht. Ich bin gleich wieder da. Ich weiß nicht einmal, wie man mit Awesome Ross so herumlaufen soll. Das ist so entwürdigend. Wenn du noch Glück hast, oder vielleicht sogar... Er ist absolut verrückt. Stört es euch nicht, wenn ich hier sitze und alles mithören kann? Oh, du bist definitiv zu dumm. Willst du mich verarschen? Das ist, als würde man in ein Stück Scheiße steigen. Und ein Haufen Schuhe wird immer stinken. Ist das euer Ernst? Ich höre das alles hier gerade. Okay, findet heraus, wie ich diesen Ballast loswerden kann. Aber nicht, um eine 6 zu bekommen. Ich möchte keine 6 für das ganze Halbjahr. Oh, ich glaube, ich weiß es. Hast du die Neulinge aus der 9. Klasse gesehen? Das sind solche Jungs, die ganz aufregend sind. Oh ja, ich mochte den mit der Brille. Der gehört eigentlich zu einer anderen Klasse. Ja? Er ist wirklich süß. Ich mochte den mit der Brille. Oh. Jedenfalls ging ich an der Umkleidekabine vorbei und die hatten da drin solche Bauchmuskeln. Sie haben sich dort auch umgezogen. Golden Stacy, ich muss gleich kotzen anstatt Awesome Ross. Und was schlägst du vor? Ich bin gestern über den Friedhof gelaufen.
Ich hab genug. Lass uns irgendwo anders hingehen, ja? Ey, ich möchte mit den Mädchen reden. Du erfährst jetzt, wie nette Menschen reden, okay? Und nicht wie die hier. Wie lange wird das noch dauern? Wer war das? Ach, du bist das. Ich hab dich schon vergessen. Ich sitze schon seit einer Stunde hier und höre den Gesprächen echter Männer zu. Echte Männer. Von wegen. Hey, wir müssen ein ernsthaftes Gespräch führen. Wie komme ich hier wieder raus? Hör mal, vielleicht solltest du... Was meinst du damit, anfangen zu furzen? Awesome Ross, vergiss das. Dann werde ich auch so viel furzen, dass nicht klar ist, wer zuerst erstickt von uns beiden, ja? Bloß nicht. Doch, du könntest... Tolle Idee, gut. Das ist es. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Erinnere dich an mich, okay? Halt die Klappe, Awesome Ross. Wir haben eine tolle Idee. Nein. Wer möchte an die Tafel? Was für eine Begeisterung. Nun kommt schon, geht zur Tafel. Komm, wir gehen. Komm schon, Awesome Ross. Rechne auf der Tafel nach. 45 plus 45. Zwei. Ja, du bekommst deine 2. Awesome Ross, 2 Sechsen. Mary Johnson, ich möchte einen Vers erzählen. Am Rande des Meeres drehte die Eiche durch, fraß die Katze und erstickte daran. Für die Kate, 6 für dich und Awesome Ross. Und warum? Das ist total ungerecht. Das ist definitiv nicht fair. Ihr seid jetzt 1. Das bedeutet ein F für euch beide. Halbe Sechsen für die Literatur. Dann stell mir eine Frage zur Geschichte, okay? Okay, Awesome Ross. Es könnte besser sein. Um die Formulierung fortzusetzen, die tatarisch-mongolische... Ein Wunder! Was für ein Wunder! Ich dachte, so geht's weiter. Lass uns etwas anderes machen. Alexander Nevsky und Eis... Show! Die Alexander Nevsky Show! Welche Sendung? Die Schlacht... Ah, das war der Hellseher, oder? Fantastischer Ross, was für ein Hellseher. Ja, das sind ganz unheimliche Menschen. Sie sind zum Beispiel im Kofferraum eines Autos und sie werden dich trotzdem finden. Warum denn ich im Kofferraum? Ich weiß es natürlich nicht, aber es könnte sein, dass es wegen der 6 passiert, die du jemandem gegeben hast oder so. Ihr bekommt 5 Sechsen für euch beide. In allen Fächern, verstanden? Aber warum, das war doch er im Kofferraum. Sie können das nicht machen. Wie ich sehe, hackt ihr beide einen Plan aus. Ich gehe zum Direktor und beschwere mich über euch. Mary Johnson, nein! Süßer, konntest du dir nichts Besseres für deinen Freund ausdenken? Ich habe nichts damit zu tun. Deine verrückten Freundinnen sind daran schuld. Das war die Idee von Dirk Allen. Ich bot dir an, Awesome Ross $100 zu geben. Dann würde er gerne gehen. Nur $100? Darf ich doch nichts machen? Okay, 200. Oh, okay, damit bin ich einverstanden. Zu spät. Golden Stacy, kannst du mir denn etwas geben? Wenn du etwas übrig hast? Kate, hab nix. Ich würde dir etwas geben, aber ich fürchte, ich würde dich verderben. Ich habe dir doch gestern einen Kuchen gekauft. Ganz genau. Du bist mir wichtig. Du bist wie eine kleine Schwester für mich, verstehst du? Vielen Dank, du bist so freundlich. Wir haben hier ein richtiges Problem. Wir müssen die beiden wieder trennen da, okay? Und ihr zögert da rum und macht nix. Süßer, mein Gucci-Schuh hat schon ein neues Ziel gefunden. Vielleicht musst du wieder Freunde finden. Das brauchen wir alle. Ja, wir alle. Schlaue Julia, mein Gucci-Schuh hat das Ziel geändert. Okay, dann schlage ich vor, Awesome Ross aus dem Helm zu holen. Was? Warum denn? Genau. Und nehmen wir an, dass er es selbst getan hat. Pretty Kate ist dann frei und Awesome Ross ein Versager. Fass mich nicht an, okay? Ich habe sehr empfindliche Haut, muss ich sagen. Ah, Hilfe, Kumpel, hilf mir bitte, Hilfe! Hey, lass uns doch los, okay? Lass uns los, Mann! Komm schon, Mädels! Halt durch, Kumpel, wir werden sie besiegen, okay? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie alles angefangen hat. Ob ich mich erinnere? Ihr habt alle 6, ihr Idioten! Vielleicht sollten wir uns bei Mary Johnson entschuldigen. Und was ist mit Ihnen? Ich weiß, was Ihnen helfen wird. Mary
Johnson, vielen Dank. Wir haben uns jetzt versöhnt. Und wir sind bereit, alle Sechsen zu korrigieren. Sehr gut gemacht. Ich bin sehr froh, dass alles geklappt hat. Ich muss die Polizei anrufen und die Gruppe zurückrufen. Aber ich bin trotzdem sehr glücklich. Wo sind denn die anderen? Sie warten im Büro und wollen Ihnen etwas sagen, okay? Oh, wie schön, dass euch diese Idee gefällt. Mary Johnson, nehmen Sie mein ganzes Geld. Lassen Sie mich einfach hier raus. Leute, ich weiß, dass ihr ein freundliches und starkes Team werden wollt, wie Orson Ross und Pretty Kate. Ich würde Ihnen jetzt einen kräftigen Tritt verpassen. Freunde, ich glaube an euch. Ich glaube auch, dass wir Erfolg haben werden. Gut, setzt euch hin. Es sind noch 5 Stunden bis zum Ende. Ich glaube, ihr werdet es schaffen. Hinsetzen, bitte. Hinsetzen, bitte. Awesome Ross und Pretty Kate, ihr könnt nach Hause gehen und euch darauf vorbereiten, eure Sechsen zu korrigieren. Vielen Dank, Mary Johnson. Und wir fangen gleich mit dem Unterricht an. Ihr seid Bruder und Schwester, ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was also? Diese Hellseher sind sehr unheimliche Leute. Du könntest in meinem Kofferraum versteckt sein und wüsstest nicht, dass... Du bist wie eine kleine Schwester für mich. La 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 la